Herzlich willkommen bei Grinyl TV. Neue Episode aus dem wunderschönen Fripp Island. Da oben kann man es lesen. Im Apartment Fripp in Fliegers. So schaut es aus. Es ist September und am 1. September Wochenende, der Montag ist der Labor Day. Wir waren am 1. Labor Day vor 2 Jahren, war mein Hilton Head Island und jetzt haben wir die Gelegenheit genutzt, dass wir Fripp Island nochmal fahren. Wenn wir letztes Jahr mal am 50. waren, sind wir in der Früh um 11 Uhr gekommen und jetzt fahren wir erst mal mit dem Golfkart, so bedeckt wir sie da. So abholen von den Amenity Cards, die braucht man, wenn man einkaufen möchte und so weiter. Und dann fahren wir in den Supermarkt. Gibt bloß einen auf der Insel. Also, bis gleich. So bewegt man sich auf der Insel. Dann verpasst man auch nichts. Willkommen zu Golfkart fahren 101. Schlüssel rein, umdrehen. Da unten ist die Gangschaltung. Und dann einfach Gas geben. Und schon geht's los. So bewegt man sich auf Fripp Island von A nach B. Da. Der Beifahrer sitzt da und der dritte Passagier muss leider hinten sitzen. Man muss mindestens eine Driver's License haben, ansonsten, wenn man erwischt wird, dann kostet es $52. Wir haben gerade zwei junge Burschen gesehen, wo wir uns nicht sicher waren, ob die schon so jetzt an und einen Führerschein haben. Und prompt, kurz nachdem wir es gesehen haben, haben sie aufgehalten worden. Eieieiei. Apartment ist der Weg zum Strand. Und da sind wir jetzt momentan, aber wir können später sitzen aufmachen. Da total wurscht, es ist sau warm und es geht ein schönes Windel. Das heißt, man muss nicht schwitzen, wird sau. Das Wasser ist warm. Ich tue jetzt gleich ein bisschen Bodysurfen und genieße einfach die South Carolina Küste. Schön ist das so gleich. Da sind Frau und Kind und das zweite Kind ist mit dem Golfkart unterwegs zu Amelia, einer Freundin, die ihr Haus da haben, die auch zufällig da ist. Unsere Terrasse. Da vorne ist das Meer. Und da haben die Rehe. So ist es auf Fripp Island. Wildlife Preserve, da laufen die einfach frei rum. Und singen sie nichts. Haben nicht wirklich Angst vor den Leuten. Ja, hallo. Und laufen da im Garten umeinander. Vorne ist der Pool. Und dann schauen sie auch mit den großen Augen, gell? Golfkart, wir machen gerade einen Sonnenuntergangs-Drive und da haben vorher die Leute gestanden, weil sie ein Krokodil gesehen haben. Leider sieht man es jetzt nicht, das Dreckskrokodil. Wir haben es noch abgetaucht gesehen vorher, aber jetzt ist es leider nicht mehr da. Schade eigentlich. Und da ist das Krokodil. Wahrscheinlich wollte es mich fressen, keine Ahnung. Ich bin zu nah ins Wasser gegangen. Aber das ist ein Riesenteil. Gerade noch in Fripp Island auf dem Urlaub und schon fast auf der Titelseite von der Bildseite. Das ist gut, hier kommen wir jetzt. Und das Kind fällt mir ein. Wie geht's hier aus? Apartment mit so einem Schlafzimmer. Aber
zum Meer rüber. Also, da haben wir in der Früh oft die Rehlein. Da vorne geht es zum Pool. Da ist die Poolanlage für die Häuser da rundherum. Und das rechte da, das kleine mit dem Balkönchen, das ist unseres. Sehr fein. Und da ist der Pool. Und da ist das Rehlein. Den haben wir vorher gesehen, den Jungen. Der lässt sich streicheln. Kommt zu mir her. Du bist ja süßer. Magst du das Meerwasser? Geht jetzt eher hin. So, jetzt sind wir noch bis heute Feiertag und wahrscheinlicherweise nichts oder nur ganz wenig los. Da ist unser Zelt. Die lassen wir einfach wieder. Jetzt werden wir noch mal eine Stunde Strand sandeln und dann packen wir den zusammen. Alle da. Und jetzt geht's heim. Schön was. Auf Wiederhören. Schöner Fleck, kann man empfehlen.